Ja, damit willkommen auf meinem Kanal hier. Es geht um das Lied Marie von Anmal Kantereit, wie ihr bestimmt schon im Titel gelesen habt. Das Ganze soll ein Gitarrentutorial sein. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen. Und ich will auch gar nicht so viel quatschen am Anfang, deswegen lasst uns direkt loslegen. Kommen wir zu den Akkorden. Das Lied besteht aus drei Akkorden. Und zwar sind das Dis-Moll, H-Dur und Fis-Dur, was jetzt nicht so die geilen Akkorde sind, um sie zu greifen. Deswegen hier, ihr seht es schon, ich habe hier ein Capo und wenn ihr mal genau auf das Video guckt, das Originalvideo von Anmal Kantereit, der Christopher An, spielt das auch mit dem Capo. Also wenn ihr eins habt, würde ich es euch echt empfehlen, das jetzt zu nutzen. Falls du keinen Capo hast und das trotzdem in der Originaltonart mitspielen willst, mache ich hier eine Zeitmarke rein, vielleicht im Video oder unten in der Beschreibung. Dann pinne ich das an. Oder so als Kommentar und dann kannst du den ganzen Teil hier überspringen mit dem Capo und kommst direkt zu dem Teil, wo ich das ohne Capo mache. So, kommen wir jetzt zu dem Thema, wie greife ich das Ganze überhaupt? Falls ihr die Akkorde schon kennt, dann könnt ihr diesen Part hier überspringen. Ich will das hier so ein bisschen ausführlicher machen. Der erste Akkord, den wir brauchen, ist unser Dis-Moll. Wir greifen ein D-Moll, weil wir ja unser Capo hier haben und ich sage jetzt auch alle Bünde immer relativ von dem Capo an. Also fangen wir an. Das ist der Zeigefinger, den ich hier habe. Kommt in den ersten Bund auf der untersten Seite, auf der E-Seite. Dann als nächstes der Mittelfinger. Ein Bund weiter im zweiten Bund auf der G-Seite, zwei Seiten drüber. Dann, Achtung, jetzt der kleine Finger. Hier auch wieder ein Bund weiter, also im dritten Bund auf der Seite dazwischen, zwischen den beiden vorderen hier, also auf der zweiten von unten. So, und jetzt haben wir eigentlich schon unser Dis-Moll. Aber ich höre das im Original so ein bisschen raus, dass hier oben noch das Fis gegriffen ist. Also mit dem Ringfinger nochmal hier oben den. Den könnt ihr auch weglassen, könnt das Ganze dann auch so greifen. Das ist echt nur so ein Add-on sozusagen. Dann ist das unser erster Akkord. Als nächstes kommt das H-Dur. Ihr seht es schon hier, wir haben einen Barré über den kompletten ersten Bund. Deswegen auch hier eine etwas einfachere Variante, wenn man das nicht spielen möchte. Und zwar machen wir das Ganze als Powerchord. Fangen an mit dem Zeigefinger im ersten Bund, auf der zweiten Seite vor oben. Überspringen den nächsten Bund, machen weiter mit dem Ringfinger hier. Eine Seite drunter, wie gesagt, zwei Bünde weiter. Und in dem gleichen Bund darunter kommt der kleine Finger. So sieht man es ein bisschen besser. Genau. Was wir jetzt machen müssen, wir dürfen wirklich nur diese drei Saiten anschlagen. Ich mache das mal, wenn man jetzt mehr Saiten anschlagen würde, absichtlich. Und ihr merkt, das hört sich nicht so wirklich gut an. Das heißt, wenn wir später spielen, müssen wir darauf achten, dass wir wirklich nur diese drei Saiten hier anschlagen. Als letztes kommt das Fis-Dur. Ja, auch hier könnte man wieder ein normales F mit Barré greifen, ist aber ein bisschen fies. Das heißt, auch wieder hier so ein bisschen eine leichte Variante. Wir fangen an mit dem Zeigefinger im ersten Bund, gehen eine Seite höher und einen Bund weiter mit dem Mittelfinger. Und das, genau das gleiche machen wir auch hier mit dem Ringfinger und haben den dann im dritten Bund auf der dritten Seite von oben und haben hier schon einen Fis. Wieder nur die drei Saiten anschlagen. Was ihr noch machen könnt, ist, wenn ihr das schafft, dass ihr den Zeigefinger hier nicht nur den Ton greift, sondern den auch so als Kleinbarré hier vorne macht, ja, dass wir auf der untersten Seite noch den ersten Bund mitnehmen. Dann klingt das Ganze noch ein bisschen voller. So, und damit haben wir alle drei Akkorde. So, für die Leute, die wie gesagt kein Capo haben und es trotzdem in der Originaltonart mitspielen wollen, jetzt einmal nochmal andere Griffe. Dafür brauchen wir aber Barré-Griffe. Und zwar wäre dann das Dis-Moll, was wir mit Barré greifen, würde ich euch empfehlen, im sechsten Bund den Barré zu nehmen und dann ein A-Moll dahinter zu packen. Das wäre dann der erste. Dann können wir einfach einen hochrutschen und einen E-Dur hier mit unseren anderen drei Fingern formen. Dann haben wir das H. Dur. Und jetzt fehlt uns als letzter Akkord noch das Fis. Zweiter Bund, Barré, der gleiche E-Dur-Griff hier hinten. Das heißt,
So, jetzt, wo wir uns die Akkorde angeguckt haben, müssen wir das Ganze natürlich noch zusammensetzen. Und zwar mit der rechten Hand, mit der Schlaghand ist das ziemlich einfach. Wir schlagen immer nur von oben nach unten. Erst am Ende des Intros wird das ein bisschen anders und natürlich wird das auch über den Songverlauf sich noch ein bisschen ändern, aber wir bleiben erstmal am Anfang. Und zwar soll das Ganze dann sich so anhören. So, mit dem, was ihr gerade gelernt habt, könnt ihr eigentlich schon das komplette Stück durchspielen. Mit den drei Akkorden immer in der Reihenfolge. Es gibt eine Stelle, wo ich im Original so eine kleine Änderung höre. Und ich zeige euch die Stelle einmal. Und ich bin hier und alleine. Marie, wo bist du? Marie, wo bist du? Also ich höre da in der letzten Zeile, wo er zum letzten Mal sagt, Marie, wo bist du? Eine kleine Änderung. Und zwar, wir kommen von unserem Fis hier. Und eigentlich würden wir dann mit dem Dis hier weitermachen. Aber ich höre das so, dass er dann halt hier das H spielt. Und dann rutschen wir einfach mit diesem Power Chord zwei Bünde weiter hoch. Und kriegen dann anstatt des Hs ein Cis. Und dann müsste sich das Ganze so anhören. Was man noch machen kann, jetzt in dem nächsten Part, der kommt nach dem, was wir gerade besprochen haben, wo die ganze Zeit nur Marie gesungen wird. Marie, 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 Marie. Dass man mit der rechten Hand auch noch Percussion mit reinbringt, ist aber ein bisschen was für Fortgeschrittene, die Technik. Das heißt, wenn ihr das noch nicht könnt, wie gesagt, ist das ja auch kein Problem, dann gleicht das einfach aus, indem ihr nicht nur von oben anschlagt, sondern von oben und unten die ganze Zeit. So, aber jetzt kommen wir zu dem Percussion-Teil. So, das soll es gewesen sein mit dem Video. Mir ist im Nachhinein beim Bearbeiten an ein paar Stellen aufgefallen, dass es jetzt vielleicht doch etwas schnell ging, gerade was so das Thema Anschlagtechniken angeht. Ich wollte da aber eigentlich kein 20-30 Minuten Video draus machen. Deswegen, falls euch das aber lieber ist, wenn das noch ausführlicher erklärt wird alles, dann lasst mich das gerne wissen, sei es hier in den Kommentaren unter dem Video oder bei Instagram und Twitter. Die Links habt ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ich freue mich auch über alle Art von Verbesserungsvorschlägen, denn das ist sowohl das erste Mal, dass ich hier so ein Tutorial mache auf YouTube und das Lied ist gerade erstmal, glaube ich, 4 Tage draußen. Jedenfalls habe ich noch keine Noten gefunden. Das heißt, wenn ihr ein paar Sachen anders hört als ich, lasst mich das auch gerne wissen. Und ja, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.